links ist die Startstellung, in der Mitte ist Normalflug und nach vorne ist Speedflug. Starten werde ich das Modell immer in der Thermikstellung. Die beiden Stecker hier miteinander verbinden. Das eine ist der Akku, das ist ein dreizelliger Lipo-Akku und hier, das ist der Stecker vom Regler, vom Drehzahlsteller. Und die verbinde ich beide miteinander. Guck aber vorher nochmal, ob das Gas runter ist, bis auf Null. Das ist ganz wichtig, sonst verstellt sich der Regler. Nehme ich mein Modell und check erstmal die Windrichtung. Die klassische Methode, einfach ein bisschen Gas oder getrocknetes Gas hochschmeißen. Ich check nochmal, dass ich die Startstellung drin habe und check auch nochmal die Ruder. Okay. Man hat jetzt beim Start gesehen, dass er schön wegzieht. Das ist eben diese Startstellung, leicht Höhenruder. Die habe ich jetzt noch nicht rausgenommen, jetzt steigt er. Ich nehme die aber jetzt raus, damit das Pumpen weggeht. Thank you.